Oh, holla! Eine Ducati sehe ich da. Ja, ja. Und die magst du auch abgeben, nein, ne? Wie nein? Nein, die nicht. Die gebe ich nicht ab. Komm, du hast gesagt, die gibst du ab. Nein, koste es, was es wolle. Die gebe ich nicht ab. Die fahre ich selber. Also ist das Motorradfahren wichtiger als der Rollstuhl, ja? Und das Auto für den Rollstuhl? Wichtiger nicht, aber wie gesagt, das wäre, glaube ich, was, wo sich meine Mama dagegen stellt, komplett. Für mich ist wichtig, sehr wichtig, dass die beiden das Motorrad haben. Ja. Und warum ist das so wichtig, dass die beiden das Motorrad haben? Weil ich bin ein leidenschaftlicher Motorradfahrer gewesen und wenn man einem das nimmt, also dann nimmt man einem schon alles. Wenn man mal das nicht mehr fahren kann, dann landet man da, wo ich bin und das will ich nicht. Die sollen das fahren, ich möchte es sogar. Ich will das nicht. Ich finde schon echt beeindruckend, dass Johanna den beiden das Motorrad gönnt, weil sie ist ja letztendlich diejenige, die die Hilfe braucht. Sie braucht einen Rollstuhl, um von A nach B zu kommen. Aber sie hat so ein großes Herz und sagt zu den beiden, fahrt weiter Motorrad, sonst sitzt ihr bald selbst im Rollstuhl. Weil das möchte sie dir nicht nehmen. Das finde ich echt Respekt. Dann sagt mir doch einfach mal, was man hier verkaufen kann, außer die Ducati. Also ich kann anbieten, dieses kleine, zierliche Teil. Die NSU. Pass auf. Das ist ein sogenanntes Urquickly. Schiebst du die mal raus hier? Die möchtest du aber verkaufen hier, die NSU, hier, ja? Die möchte ich verkaufen. Auch schweren Herzens. Und die Felgen, die waren schon so lackiert oder hast du die lackiert? Nee, die sind so lackiert. Am Anfang waren die lackiert und später wurden sie dann verchromt. Ah ja. Am Anfang waren die immer schon lackiert. Mhm. Ob das natürlich der Originallack ist, das weiß ich nicht. Nee, das ist nicht mehr der Originallack. Das siehst du, das wurde schon ein paar Mal überlackiert. Aber sieht trotzdem noch gut aus. Mhm. Hört sich gut an. Sag mal, was hast du denn da vorgestellt für einen Preis? Also ohne, dass ich jetzt hoch ansetze und mich da wieder in das Stachelnest setze. Komm, sag. Muss das Ding 650 Euro. 650 Euro? Ja. Für ein Urquickly ein guter Preis. Hm. Ich glaube auch, dass es ein realistischer Preis ist. Mhm. Man muss nur gucken, dass man auch einen Käufer dafür findet, mhm, für diesen Preis. Ja, also ein Preis, 650 Euro ist nicht zu teuer. Aber wenn du schnell jemanden suchst, bekommst du es nicht. Mhm. Und wenn du einen Händler nimmst, dann auch nicht. Dann wahrscheinlich auch nicht. Ja, aber wir gucken natürlich, dass wir das Beste rausholen. Genau, genau. Ja? Pass auf, du zeigst mir jetzt noch die anderen Sachen, die ihr habt. Mhm. Und ihr zeigt und ihr beide räumt die Sachen wieder rein. Okay. Pass auf. So. Ich habe mir jetzt die ganzen Sachen von euch angeguckt, mhm, und mir einen Überblick, einen ersten, verschaffen können. Das ist ja echt eine Menge. Mhm. Ja. Die Preisvorstellung, die ist schon besser geworden, aber trotz alledem noch manchmal ein bisschen hoch. Wie? Aber ich muss ja sagen, nach anfänglichen Missverständnissen, die da so aufkamen, ich habe mich echt ein bisschen überrumpelt gefühlt von euch. No. Ich werde euch helfen, zumindest so, dass wir versuchen, den Rollstuhl zusammenzukriegen, dass wir das schaffen. Okay, dann könnt ihr euch ausruhen bzw. mal ein paar Gedanken machen und ich werde mich jetzt auch auf die Arbeit machen und ein paar Sachen recherchieren, okay? Also, ich sag mal in die Runde, tschüss. Ciao. Und schlaf gut. Ja, ihr auch, ne? Schlaf. Tschö. So. Jetzt ist deine NSU dran. Jo. Pass auf. Ich habe jemanden gefunden, der interessiert sich dafür, weil er die halt auch selber sammelt. Mhm. Es ist aber ein Händler. Und jetzt möchte ich vorher von dir gerne noch mal den Mindestpreis für die NSU haben. Ich muss das haben, was ich bezahlt habe. Das ist wie viel? Und das war vor einem Dreivierteljahr, vor einem Jahr. Das
waren 550 Euro. 550 ja. Euro. Mhm. Das wird ganz, ganz schwer, weil das ist auch selber ein Händler. Mhm, das weiß ich. Und die wollen natürlich auch nicht so viel bezahlen, weil die halt, wenn er das weiterverkaufen will, will er natürlich Geld dran verdienen. Mhm. Ist ja ganz klar. Pass auf, wir können das ja so machen. Wenn wir die 550 Euro nicht erreichen sollten, gehen wir nochmal raus und dann besprechen wir uns nochmal. Okay? Dann ziehen wir uns nochmal zurück und dann können wir uns nochmal beraten. Genau. Einverstanden? Ja. So, dann laden wir das Ding jetzt aus und dann marschieren wir da rein. Also die ist top in Schuss. Top in Schuss ist anders. Der Lack ist. Was mit dem Lack? Wenn man wieder matt ist und wieder raubig ist, das ist Sprühdose. Und das ist ein 53er Baujahr. Ja, ist alle von der ersten. Mhm. Die sind von 53 ab 1000 Stück am Tag produziert worden. Am Tag? Pro Tag. Und so, wenn ich es praktisch in einem Museumszustand, was jetzt das da wäre, versetzen will, dann muss ich es komplett lackieren. Mhm. Also nur so als. Also ich wollte es auch wirklich nicht verkaufen, mhm. aber ich habe es für meine Frau mal gekauft. Man wollte alle mal so, es war eine Vision, so einen Trip machen mit der Quickly, jeder drauf auf eine. Ja. Ja, und sie kann es definitiv nicht. Sie kann nicht einmal bei mir mehr auf meine Große hinten drauf sitzen, ja, weil sie dann, wenn sie einen MS-Schub kriegt, dann fällt sie mal runter. Und ja, klar, weil irgendwas muss sie halt opfern, gell? Ja, und das ist das Problem auch. Und deshalb wollen wir die NSU verkaufen. Ja. Und wir würden sie dir da lassen jetzt für 800 Euro. Aber, also Maximum Hälfte. Also das ist ja so, wir verkaufen ja nicht aus Spaß. Ist mir ganz klar, ich kaufe ja auch nicht aus Spaß und Dullerei. Also ich finde die Geschichte von seiner Frau da auch jetzt wirklich, das ist natürlich für ihn sicher kein Spaß. Komm uns noch mal ein bisschen entgegen. Echt nicht? Komm, ein bisschen müssen wir noch was machen. Sag mal, was kannst du noch machen? Ich lege von mir aus auch noch 430 noch, aber mehr nicht. Also 450 kommen wir nicht. So, sollen wir einmal nach draußen gehen und uns mal besprechen? Ja, das wäre ein Sinn. Komm, lass uns mal rausgehen. Was machen wir jetzt? Das ist ein schwieriger Fall. Sehr schwierige Entscheidung. Also 430 Euro hat er uns geboten. Das ist 120 Euro unter dem Preis, was ich bezahlt habe. Und da waren dann nicht einmal die beiden Reifen drauf. Gut, aber die Tatsache, dass der Lack beschädigt ist, das ist natürlich auch so eine Sache, ne? Und es ist halt ein Händler. Also, was machen wir jetzt? Sag was. Das ist eine schwere Entscheidung. Also, ich kann noch mal versuchen, ein paar Euro rauszukitzeln, aber ich sag dir eins, mehr wie 20 Euro noch mal drauf. Ja, also für 450 Euro. Aber das... Wir brauchen ja den Rollstuhl. Wir brauchen ihn nicht in 6 Wochen oder in 8 Wochen oder in 10 Wochen. Na, sagen wir zu ihm, okay, wenn er soll es für 480 nehmen, das ist mal einverstanden. Das wird schwer. Das wird er nicht machen. Das können wir natürlich versuchen, aber sag mir mal, würdest du das jetzt für 430 abgeben, das Teil? 430? Nee, da muss er noch 20 Euro mindestens drauflegen. 480 wäre vielleicht dann... Ja gut, dann mache ich halt die Abstriche. So was machen? Na, wenn nicht, lassen wir das Benzin raus. Genau. Aber lass uns mal da reingehen, das ist aufwärts. Das ist eine harte Nuss. Ich habe viel mehr bezahlt, wie ich jetzt bekomme. Aber letztendlich muss ich ja in den sauren Apfel beißen. Ich habe es angezettelt. Und ich bin nicht dran festgewachsen. Was weg ist, ist weg. So, da sind wir wieder. Pass auf. Wir haben uns gerade gesprochen. Jupp. Und wir lassen sie für 500. Pass auf, da ist ja noch Sprit drin, jede Menge. Den mach ich raus, Kodin. Bring lieber. 450 und dann kannst du es haben, das Teil. Ja, komm. Auf. Da
Danke, Otto. Hast du gut gemacht. Danke. Guck mal, jetzt haben wir 450 Euro. Das war natürlich richtig hart, die rauszuholen. Oh, das war hart. Das war eine harte Nuss. Das war eine harte Nuss. Ja, ich weiß ja, dass du an deinen Geräten hängst, aber ich weiß aber auch, dass der Rollstuhl sehr, sehr wichtig ist. Ja, das ist war das genau die richtige Entscheidung, das Ding jetzt zu verkaufen. Ja, du hast recht. Wenn du demnächst was kaufst, dann weißt du ja jetzt, wie man handelt. Und das dann weiß ich. Diese Preise nicht mehr zahlen. Das weiß ich schön, wie man handelt. Komm, lass uns weiter. Jetzt habe ich ein allerliebstes gewonnenes Teil verkauft, um meiner allerliebsten das zu ermöglichen, was vielleicht ihr noch ein bisschen an Lebensqualität bringt. Heute habe ich eine Überraschung für die Johanna, und zwar werden wir hier einen Gartenflohmarkt machen. Wir haben gestern auch richtig Werbung gemacht. Ich hoffe, dass viele Leute kommen werden und auch einiges kaufen werden. Und jetzt geht's los. Der Hausflohmarkt oder Gartenflohmarkt ist eröffnet. Ich hoffe, das Wetter hält. Sie dürfen jetzt eintreten. Haben wir schön alle auf den Tisch gestellt, die ganzen schönen Uhren. Die kannst du dir alle mal angucken. Das ist auch eine echt schöne Kaminoa. Also du bist schon ein richtiger Händler, ja? Nein. Liebhaber? Ja. Uhrenliebhaber? Ja, auch. Und die stellst du dir alle bei dir zu Hause hin, oder was? Ihr habt eure Vorstellungen. Und dann sagt mir mal, wo eure Vorstellungen sind. Vielleicht sind wir auch gleich fertig. Also die Grünen möchtest du nicht haben? Kommt auf den Preis eventuell an. Mhm. Wir können es ja so machen, wenn du jetzt alle Uhren mitnimmst, dann machen wir einen Tausender glatt. Was sagst du? Alles 750. 750, ja, ist ein bisschen wenig. Pass auf. Du hast ja eine schöne Geldrolle dabei. Gib uns 850 und du nimmst die Dinge alle mit. Was sagst du? Machen wir? Okay. Da rennst du wieder. So in der ganzen Sammlung ist es halt immer leichter, einen guten Preis rauszuholen. Aber alles in allem bin ich zufrieden. Der Eberhard hat sich echt positiv entwickelt. Im Gegensatz zum Anfang hatte er eine enorm hohe Preisvorstellung. Und die Sachen hätten wir nie für den Preis verkauft bekommen. Jetzt ist er runtergegangen und das ist genau das Richtige. Weil jetzt können wir nämlich auch Sachen verkaufen. Der macht es einfach super.